Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Summertime. Wie ihr seht, habe ich hier mal ein bisschen aufgeräumt. Und zwar habe ich meine Kisten alle mal an den Strand verbannt, weil ich morgen nämlich anfangen möchte, hier mein Haus zu bauen. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Ich möchte euch nämlich etwas zeigen, woran gestern Frajak, Nana, Rira und ich gearbeitet haben, damit es heute pünktlich fertig wird. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und zwar haben wir gestern hier mit ein paar Leuten zusammen ein Blumengehbeet gebaut. Nein, das war es natürlich nicht. Und zwar haben wir jetzt passend zum heutigen WM-Start das Stadion fertiggestellt. Ja, und das will ich euch heute jetzt mal zeigen. Vorweg möchte ich einmal gesagt haben, die Hälfte von den Sachen haben wir uns tatsächlich ehrlich erfarmt. Und dann ist uns aber bewusst geworden, das kriegen wir nie und nimmer an einem Abend alles hin. Deswegen haben wir ein bisschen im Game Mode gebaut, aber dafür sieht es umso geiler aus, finde ich. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal heute zeigen. Hier dieser Eingangsbereich zum Beispiel, der stammt von Nana. Der Nana hat das gebaut. Hier so ein schönes Drehkreuz. Hier kann man dann auch nochmal runter. Ne? Das zeige ich euch gleich, weil da sieht man die Sachen, an denen ich gebaut habe. Hier kommt man jetzt in einem Rundgang, der einmal komplett ums Stadion führt. Wenn man hier guckt, ne, der führt einmal komplett rum. Und hier kann man dann auf die Tribünen hinauskommen. Die verschiedenen Sachen hier, das sind halt die verschiedenen, wie heißt das, Spielfelder. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt beschreiben soll. Und hier vorne, das ist nämlich der Spielblock, Entschuldigung. Das ist nämlich der Spielblock, der jetzt tatsächlich wichtig ist, beziehungsweise der jetzt gerade ansteht. Und zwar hier geht es um Gruppe A, wie man da sieht. Hier ist zum Beispiel Russland versus Saudi-Arabien, dann Uruguay versus Saudi-Arabien. Ne? Das ist jetzt halt das, was jetzt als nächstes interessant wird. Und dann kann man hier mal gucken. Hier sind natürlich die zwei Tore. Wir haben hier einen Ball. Und wir haben hier mit Gemälden diese Werbebanner nachgestellt auf zwei Seiten. Das fanden wir eigentlich ganz cool. Und natürlich hier, das ist auch ganz wichtig, das hat jetzt gerade noch Frajak hinzugefügt, weil uns bewusst wurde, dass wir das vergessen hatten, sind hier natürlich die Spielertribünensitze, was auch immer man das jetzt nennen soll. Und dann geht es hier in den unteren Bereich. Der meiste Teil hier oben hat tatsächlich Frajak gebaut. Die Liberira hatte sich gestern um den Außenbereich gekümmert. Da können wir gleich auch nochmal außen drum gucken. Und hier unten, da habe ich mich tatsächlich drum gekümmert. Also ich habe mir zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Und zwar kommt man hier runter. Dann ist man hier, ist halt ein Rundgang rumrum. Und hier jetzt rechts und links ist jeweils für ein Team halt die Kabinen, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe auch, bin auch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe jetzt so wenig Plätze gemacht. Aber so fand ich das irgendwie ganz cool. Natürlich könnte ich jetzt theoretisch noch mehr Schließfächer hinzufügen, ne? Dann hier könnte man sich umziehen und hier habe ich halt so einen Duschbereich gebaut. Und allein diese Rods da oben zu farmen, das hätte ewig gedauert. Hier ist dann das vom anderen Team. Ich habe nämlich mal ein bisschen nachgefragt bei den anderen, wie das in Wirklichkeit ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Die meinten, dass sich die dass sie tatsächlich zusammen duschen. Die Umkleiden teilen sie sich nur nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, Leute. Ich konnte mich nur auf die Angaben von den anderen verlassen. Und dann kommt man hier einmal zu einem Rundgang hin. Wir waren noch überlegen, ob wir hier vielleicht nochmal alle Flaggen hinhängen. Das wissen wir aber noch nicht, ob wir das auch tun. Und dann, wenn man hier hingeht, kommt man hier wieder zum Außenbereich. So, dass praktisch die Teams getrennt von den ganzen Zuschauern hier runtergehen und die Zuschauer hier oben reingehen. Und wie gesagt, die Rira hat sich hier gestern komplett um den Außenbereich gekümmert, dass das hier ein bisschen gut aussieht, was ich finde, dass sie es auch sehr gut gemacht hat. Und ich habe gestern mich noch recht lange damit auseinandergefasst, wie das ist mit Minecraft-Köpfen. Weil wie gesagt, wir haben ja ein bisschen was im Game Mode gemacht. Und dazu gehörte halt auch einmal, dass ich alle von allen Flaggen so Köpfe aus dem Internet rausgesucht habe. Das Ding ist, es gab nicht für jede Land, es gab nicht für jedes Land eine Flagge so einen Kopf. Wenn man nämlich mal guckt, man sieht ja hier diese Köpfe, die sind so abgeeckt. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Da gibt es die Köpfe, die sind hier komplett viereckig. Die habe ich selber erstellt. Das heißt, ich musste selber einen Skin machen, wo der Kopf so aussieht.
Und dann habe ich das hier ein bisschen machen müssen. Und zwar hier für Saudi-Arabien gab es keinen Kopf, für Tunesien gab es keinen, für Uruguay, für Costa Rica, für den Iran, für die Schweiz. Ne? Das sind so Sachen, die habe ich dann gestern selber erstellt. Damit wir nämlich hier oben das mit den Köpfen so niedlich gestalten können. Im Nachhinein finde ich hier das Gelb ein bisschen zu gelblich, aber egal. Man soll ja nur erkennen, worum es geht, ne? Aber das finde ich eigentlich ganz cool, wie das hier gemacht wurde. Auch hier oben mit den Flutlichtern. Und wir haben uns halt mega Mühe gegeben, weil ja heute nun mal das erste WM-Spiel ist. Wir machen tatsächlich auch so ein kleines Tippspiel unter uns. Da könnt ihr tatsächlich mehr bei Frajak erfahren. Der steht ja unten noch mit in der Beschreibung drin, ne? Denn er hat verlauten lassen, dass er sich das bei sich eingebunden hat. Die Folge kommt halt um 17 Uhr online. Dementsprechend kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen, ob es wirklich so ist oder wie es jetzt genau bei ihm ist. Aber ich lasse es hier jetzt einfach mal raus, weil er hat gesagt, dass er es das bei sich eingebunden hat. Dann schaut einfach mal bei Frajak. Und da haben wir alle mal geraten, was wir glauben, wie gespielt wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich weiß nicht mal ansatzweise, ob ich überhaupt realistisch getippt habe, aber ich bin halt mega gespannt drauf, wie die jetzt schlussendlich spielen. Und das haben wir jetzt gestern fast alles innerhalb von einem Tag hochgezogen. Also als Freitag angefangen hat, stand die halbe Arena da gesagt, dann hat er sich aber einmal mit den Maßen verschätzt und musste die Arena noch größer bauen. Oh, das tut mir auch total leid. Und ich habe dann gestern halt, wie gesagt, mit den Köpfen geholfen im unteren Bereich und es hat einfach nur mega Spaß gemacht. Nur weil wir halt bis 1 Uhr nachts da dran waren, habe ich davon nichts aufgenommen, weil es einfach nur anstrengend war. Und wir waren alle froh, als wir endlich fertig waren und ins Bettchen gehen konnten. Nur das wollten wir halt wirklich fertig haben. Nur jetzt heißt es natürlich, dass das WM-Projekt erstmal zu Ende ist, also das WM-Stadion-Projekt. Das heißt für mich, dass ich mich jetzt tatsächlich auf mein Haus konzentrieren möchte, weil ich ja einfach noch nichts bei mir gebaut habe. Und das möchte ich tatsächlich morgen einmal in Ruhe machen. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie eine Timelapse baue oder ich immer mal wieder kleine Zwischenstände in der Folge packe. Das weiß ich noch nicht genau. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange ich an diesem Haus sitze. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, diese kleine Rundführung vom WM-Stadion hat euch gefallen. Ich wünsche euch nachher viel Spaß, falls ihr das WM-Spiel guckt. Ich glaube ich nicht. Ich werde mich nur am Ende über das Ergebnis informieren, um zu wissen, ob ich richtig getippt habe. Und dann sieht man sich einfach in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao.